Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zombie- und Survival-Freunde zu How to Survive 2. Also zu dem Let's Show von How to Survive 2. Ja, mir hat in der letzten Aufnahmesession einfach das Spiel wieder ein bisschen mehr Spaß gemacht. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mit dem Let's Show noch ein bisschen weiter. Und latsch mal ein kleines bisschen in unserem Umfeld hier von der Basis herum. Um euch mal zu zeigen, das Hauptgebiet hier ist recht groß gehalten. Hier gibt es sogar einen alten Güter, also eine alte Schienenstrecke und alles Mögliche. Tja, nur an die Pflanze, da kommen wir wohl nicht ran. Schade. Aber hier zum Beispiel wären Sachen drin. Und dafür müssten wir das Schloss knacken. Deswegen habe ich Schloss knacken gelernt, weil wir jetzt ziemlich oft Situationen haben werden, wo wir Schlösser knacken müssen. So. Gucken wir uns noch in dem unteren Bereich ein bisschen um. Und ja, es ist gerade recht dunkel hier. So. Sammeln wir das Zeug noch auf. Und ja, man kann schon sehen, das Hauptgebiet ist recht weitläufig. Also allein schon an dem, was ich jetzt hier erforscht habe. Hier unten müsste sogar eine... Ne, hier ist nur eine Senkgrube. Hier war kein Sumpf direkt. Feuersteinsplitter, aber jede Menge toter Fisch. So. Schalten wir die beiden noch aus. Jetzt gehen wir zurück. Zeug in unsere Truhe packen. Und dann gucken wir uns die nächste Mission mal an. Die Kovac für uns auf Lager hat. So, Zeug reinpacken. Waffen will ich nichts reinpacken. Munition. Würde ich gern alles reinpacken. Davon will ich nichts reinpacken. Essen auch nicht, aber sonstiges. Stahlfedern, Nylongarn, Aluminiumrohr und Dosen, Stöcke. Bis auf zwei. Die Pflanze. Große Holzstücke können weg. Stoff kann weg. Und Feuersteinsplitter können auch mal weg. So. Und dann gehen wir wieder nach unten. So, hier unten könnten wir uns wieder mit Stahlfedern und so weiter bedienen. Lassen wir aber gerade mal. Sondern reden lieber mit Kovac für die nächste Mission. Now that you've placed the first stone of your building, I'm talking about your trunk, Survivor. We'll move on to the next step in the program. Ja. Aufenthalt auf der Farm. Genau. Kriegen wir einen Stärketrank, die geben wir Nagelschachteln und Kupferdraht. Survivor, this just won't do. You'll never make it if you keep fighting with a weapon as punchless as that. What can we do for... Ah, I know. Yeah? You need a gun. Nothing better for braining those damned infected. And I think I know where you can get the material you need. There's an abandoned house in the countryside not far from here. Farmers always have what they need to defend their property. Jo. You should take that as a lesson. A true survivor should always be prepared for anything. Even when things are quiet, you have to anticipate the worst to be sure you're ready. By the way, you have to be sure you're ready. I suggest you go now, unless you want someone else with the same idea to grab all the good stuff. Like they say, first come, first served.
Come on, get the move on. What are you waiting for? Ja. Betritt das verlassene Farmhaus, von dem dir Korvac erzählt hat, und besorge alles Nötige für die Herstellung einer tollen Waffe. Betritt das verlassene Haus. Jo. Dieses Haus ist abgeschlossen, deswegen brauchen wir halt den Schlossknacker-Skill. So, da sind wir. Wir haben wieder mal Hunger. Hunger und fast sogar Durst. Wir haben aber 3 Wasserflaschen dabei. Schokoriegel, Dose mit Erbsen macht Hunger hoch. Der Orangensaft macht Durst. Also essen wir mal das. Kann ich es auch einfach hier auf mich draufziehen? Ja. Das geht doch schneller. Das Corned Beef und ein Schokoriegel. Noch ein Schokoriegel. Packt etwas Wasser hinterher. So. Hier brennt schon mal ein Feuer. Und hier haben Maisfelder. Und hier kriegen wir auch unsere erste Rüstung. Übrigens müssen wir vorsichtig sein. Hier, ab hier können nämlich, glaube ich, unsere Pfeile kaputt gehen. Aber wir kriegen unsere erste Rüstung, nämlich einen Schutzhelm. So. Ja. Den können wir ausblenden, wenn wir wollen, aber er geht einigermaßen vom Aussehen her. So, die Heugabel möchte ich nicht unbedingt. Ich kann mich hier auf dem Maisfeld weiter umsehen. Aber normalerweise werde ich da nicht viel finden, außer vielleicht ein, zwei Zombies, die sich hier verstecken. Ja, die Kuhle hier halt, aber hier ist nichts drin. Gut. Wir müssen nachher eh zu dem Farmhaus da oben. Irgendwo war das. Hier ist nichts mehr drin gewesen. Und hier hinten dürfte auch alles abgezäunt sein, ja. Über den Zaun können wir auch lustigerweise nicht drüber klettern. So, rennen wir mal ein bisschen, weil das schneller geht. So, den ballern wir so ab. Dann kriegen wir nämlich unsere Pfeile zurück. So. Du bist kein böser Zombie. Ja, da oben müsste es zum Farmhaus gehen. Oder? Muss ich gerade mal gucken. Nein, hier ist eine Sackgasse. Den können wir von hier aus nicht anvisieren, weil da viel zu viele Büsche im Weg sind. Den sehen wir, aber unser Char sieht ihn halt nicht. Und einmal über den Dunghaufen weg. Beziehungsweise über den Kompost. Hier liegt auch nichts Vernünftiges mehr rum. Ja. Und hier ist dann One Way. Deswegen gucken wir uns hier hinten noch um. So. Die sind zum Glück etwas langsamer, wenn sie bewaffnet sind. Ein Heilkraut. Ein Schutzhelm brauchen wir nicht unbedingt. So. Wir brauchen eh 2 Pfeile für die, deswegen schieße ich lieber schneller. So, hier drin ist
nichts und ich habe mich ein bisschen verspackt. Gut. Bin aber wieder rausgekommen. Das wäre nämlich sonst eklig gewesen. So. Und hier ist dann Ende. Da versteckt sich zwar einer im Busch. Aber der ist komischerweise auf der anderen Seite vom Gestrüpp. So. Schokoriegel ist abgeklungen, deswegen bewegen wir uns, verbrauchen wir jetzt auch wieder schneller Ausdauer. Aber wie ist es nicht so extrem wie im ersten Teil? So. Ihr habt auch nichts Nützliches dabei. Deswegen ballere ich euch mal einfach alle um den Haufen. Oh. So. Gut. Jetzt muss ich gucken, dass ich meine Pfeile alle wieder einigermaßen einsammle. Ein Stoffstück. Und ja, wir müssen doch alles, was sie droppen, einsacken, um an das andere Zeug ranzukommen. Hä? Oh, da lagen Pfeile. Gut, jetzt habe ich wieder alle meine Pfeile. Kann mich ruhig hier noch ein bisschen umschauen. Bevor ich dann endgültig zum Farmhaus gehe, weil hier liegen zum Beispiel noch Heilkräuter rum. Und ja, die da könnte ich eigentlich alle umbringen von hier aus. Das Farmhaus selber dürfte sicher sein. Ist halt abgeschlossen. Wir kommen also nicht rein, ohne nicht Schlösser knacken zu können. Deswegen habe ich das gleich als erstes gelernt. So, immer nach unserem Gewicht gucken. Das geht noch einigermaßen. Ich wüsste nämlich, weiß nämlich auch zum Beispiel nicht, ob nicht Heugabeln für irgendwas nützlich sein könnten. So. Den Vorgarten, den großen vom Farmhaus, haben wir schon mal abgecheckt. Oh, das war einfach offen. Das müssten wir nicht knacken. Da haben sie was gedreht, seitdem ich das letzte Mal gespielt hatte. Und das hier, das ist vernagelt. Gut. Wahrscheinlich war das wirklich ein Gamebreaker und nervig, dass man hier Schloss knacken können muss, aber man es noch nicht gelernt hatte. Dafür können wir es jetzt mittlerweile. So, hier in den Häusern schwenken wir mal zur Nahkampfwaffe über. Sicher ist sicher. Ja, hier unten ist halt aber nichts. Außer ihm hier. Mr. Zylinder. You have to pick the lock on some doors, vehicles and furniture to open them. To do this, make sure you have the lockpicking skill and the right tool in your inventory. Mhm. Ohne Werkzeug ist das Ding nicht zu knacken. Schlüssel zum Garten. Gucken wir uns hier um. Hier liegt eine Gitarre. Die können wir nicht aufsammeln, um Gitarre zu spielen. Und ja, hier unten ist alles aufgeräumt und geplündert. Das hat er wahrscheinlich gemacht. Nun, hallo, ich störe dich doch nicht, oder? Was machst du hier, verdammter Dieb? Du dachtest, du könntest Raymonds Haus einfach mal so plündern? Also, das ist Raymond. Was meinst du damit, du dachtest, es wäre verlassen? Sehe ich für dich wie ein Narr aus? Du scheinst eine ehrliche Haut zu sein. Und wenn du wirklich zu den Bösen gehören würdest, hättest du mich längst mit deiner Waffe bedroht, oder? Hör mal, ich gebe dir eine zweite Chance, okay? Wenn du alle Infizierten in meinem Garten beseitigst, können wir Freunde werden. Hier der Schlüssel zur Hintertür. Sei vorsichtig, ja? Diese Viecher sind zäh. Nun, hallo. Ich störe dich doch nicht, ja? Gut. Das heißt,
Wir schließen hier auf. Sind jetzt in seinem Garten. Hier sind ganze Horden von den Jungs. Also müssen wir aufpassen, wie wir uns voranarbeiten. Dass wir nicht gerade mit einer Horde kämpfen und in die nächste reinwatschen. Steht auch da oben ganz schön, dass es 35 Infizierte insgesamt sind. Also 35 Zombies. Ja, eine Farm mit separatem Klohäuschen, das ist auch immer schön. So, da ist die nächste Gruppe. So. Oh. Genau das meinte ich. Ups. Das Anvisieren ist manchmal etwas frickelig. Vor allem, wenn mehrere ineinander stehen. So. Gut, war's das schon? Ja, ein Pfeil ist wieder daneben gegangen. Das passiert aber halt schon mal. So, erstmal die Sprinter. So, da kommen noch ein paar andere, schnellere. Die wir ausschalten. Und jetzt einfach ein bisschen durchgehen. Gucken, wo wir Zeug einsacken. Und die nächste Gruppe, die uns unbedingt töten will. So. Ja. Und schwupps sind wir auf 35 Pfeile runter. 36. Siebenunddreißig. Oh, das war die Gruppe, die wir vorhin hier gesehen hatten. Deswegen nehme ich zur Sicherheit immer etwas Holz mit, um mir zur Not, wenn ich zu viel Pfeile verloren habe. Wobei 3 jetzt noch verkraftbar ist, neue machen zu können. Ja gut, ich könnte auch einfach mehr Pfeile mitnehmen, aber so bin ich dann verschwenderischer. Ja, gut gemacht, das war gute Arbeit. Du warst mir eine große Hilfe. Dank dir kann ich meine Farm weiter betreiben. Wie wär's, wenn du mal wieder vorbeischaust? Keine Sorge, ich trage dir nichts nach. Das war jetzt nur ein Missverständnis. Haha, super. Ich werde mich in deiner Region umsehen. Dieses alte Haus ist schön, bringt aber viele Erinnerungen zurück, einige davon nicht so gut. Ich denke, ich werde woanders leben, wo es weniger einsam ist. Gerade eben hat er gesagt, er will sie weiter betreiben, jetzt wieder umziehen. Es wird mir gut tun, andere Leute zu sehen. Bis bald. Ah, hol dir das Zeug da oben. Ich gebe dir den Schlüssel. Du hast viel durchgemacht, du verdienst es. Hast du das gehört? Ich habe heute jemanden kennengelernt. Oh, sei doch nicht eifersüchtig. Ich habe dich trotzdem am liebsten. Ja, Aluminiumrohr, Stahlfedern, Aluminiumdosen und Nagelschachtel müssen wir jetzt hier oben finden. Das wird natürlich alles nicht hier draußen rumliegen.
Da ist ein Balkon. Der ist, denke ich mal, zombiefrei. Sondern es wird alles da drin rumliegen, genau. Dafür müssen wir erstmal hier aufsperren. Ja, manche Schlösser kriegen wir halt nur auf, wenn wir den passenden Schlüssel dazu haben. Im Bett ist nur ein Kissen, genau. So, Nagelschachtel, eine Stahlfeder und jetzt brauchen wir noch das Aluminiumrohr. Das liegt hier garantiert auch noch. Irgendwo rum. Aluminiumrohr. Ah. Gut, geschafft. Wir können zum Camp zurück. Und damit diese Quest beenden. Well, did you find what you were looking for, Survivor? You don't seem too enthusiastic. Oh, the house wasn't abandoned. Nun, du hast gefunden, was du gesucht hast. Du siehst nicht übermäßig begeistert aus. Oh, das Haus war nicht verlassen. Well, I knew that. It was to give you some practice. You need to know how to take on the infected, of course, but also be able to stand up to humans. By the way, I hope you took him out. You became friends? We'll need to go over your training again, Survivor. In the meantime, let's take care of your weapon. It won't assemble itself. You found all the components. Now I'll show you how to put them together. But to do that, you'll have to build yourself an armory in your camp. The armory is where you assemble weapons and munitions. How do you do that? It's simple, but you'll need some resources first. Wood, sheet metal, nails. Holzblechplatte, Nägel. I could lend you some, but you'd be upset at not learning how to fend for yourself. And you'd be right. I already told you about an old trapper who sometimes wanders around the swamp. He lives with his brother in the forest, not far from here. Mm-hmm. Go pay him a visit. He knows the area pretty well, and may even help you find what you need. Unless he decides to give you a shotgun reception. I don't know why, but people are a bit on edge of late. Anyway, you'll find out soon. Mhm. Fine. Now that you've placed the first stone. Ja. Benötigt das Gebäude Waffenkammer. Finde den alten Trapper und sprich mit ihm. Hm? Gibt's neue Videos?